Herzlich willkommen im Dogan Market. Wir sind das Team aus 5 Mitgliedern bestehend und wir sind seit 40 Jahren hier in Hameln. Hier in der Deisterstraße in Hameln feiert in diesem Jahr der älteste türkische Lebensmittelladen in der Rattenfängerstadt 40 Jahre Jubiläum. Zu Besuch im Doğan Market. Seit 1980 hat sich das Lebensmittelgeschäft ständig vergrößert. Ein wichtiger Bereich ist auch die eigene Backstube. Hallo, ich bin Burhan, der Älteste in der Familie und das ist ein Familienbetrieb, was wir hier führen seit knapp 40 Jahren. Und ich bin quasi hier der Bäckermeister. Ich back die schönsten Brote in Hameln. Ja, die Sesamringe sind hochgefragt und unsere Fladenbrote, die werden hier auf Stein gebacken. Vieles ist und war hier schon immer Handarbeit. Den Namen hat übrigens der Laden von dem Mann hinter der Fleischtheke. Das ist Doğan. Der Doğan Market war schon vor 40 Jahren ein Familienbetrieb und ist es auch heute noch. Hallo, ich bin die Songül. Ich arbeite im Doğan Market, immer vor meiner regulären Arbeit. Ich arbeite noch im Labor und bin dann vor meiner Arbeit und nach der Arbeit auch noch mal hier anwesend und helfe meiner Familie hier und mache das sehr, sehr gerne. Also wir sind 7 Geschwister und fast alle sind hier tätig. Mein einer Bruder, der ist im Koppmannshof, der macht so die Buchführung. Mein jüngerer Bruder, der die Fleischerei betreibt und für Obst, Gemüse zuständig ist. Meine Schwägerin, die macht die Käsetheke. Ich fülle die Regale auf. Meine jüngere Schwester, die Jehan. Hallo, das bin ich. Sie bedient hauptsächlich die Kunden am Wochenende, dann bin ich meistens zu Hause. Ja, ist halt immer nicht mehr alles so einfach zu managen, weil meine Schwägerin hat noch 2 Kinder, 2 kleine Kinder, ich habe auch 2 erwachsene Kinder. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das ist, aber erfordert immer sehr, sehr viel Kraft und Energie. Und ja, Freizeit ist dann halt so ein bisschen nebensächlich dann. In diesem Supermarkt wird gearbeitet und auch gelebt. Es ist eine kleine, aber feine Auswahl an vielen verschiedenen Spezialitäten und es lädt zum Stöbern ein. Und das fast jeden Tag. Ich glaube, nur einen Tag haben wir geschlossen und das ist Neujahr. Würde euch was fehlen ohne Doğan Market? Ich glaube schon. Ja. Weil das ist diese Routine, die man hat. Immer dieses Gleichbleibende und ich denke, wenn das nicht wäre, wäre das schon, ja, ganz komisch. Würde was fehlen, glaube ich. Und der Deisterstraße in Hameln würde auch was fehlen. Ohne das Team vom Doğan Market.